Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jalopy. Ja. Folge 5, wenn mich nicht alles täuscht, und es kam längere Zeit kein Video mehr. Vor allem nicht von Jalopy. Deswegen habe ich auch keine Ahnung mehr, wo wir sind. Aber ich befürchte, wir sind in Ungarn, glaube ich. Können wir mal klopfen. Gehen wir mal anders auf die Nerven. Komm, ein bisschen Geld. Preise werden auch immer teurer. Versuche jetzt ganz zu schlafen. Ah. Brauner, nimm das Geld. 30. Ja. Weiß gar nicht, wie viel hat denn das Zimmer gekostet? 25, ne? Ja, auch 30. Danke fürs Bleiben. Eine sichere Reise. Ja, keine Ahnung, wo wir sind, aber wir nehmen natürlich den Onkel mit. Natürlich. Ja, wir setzen unsere Reise fort und nehmen den Onkel mit. Selbstverständlich. Mann. Ich hoffe, meine Einstellungen passen noch. Die Schlüssel sind direkt über dir. Ich kann nicht reden. Sie haben mir denn das Auto demoliert? Okay. Wähle die Route, bla bla bla, ja. Was? So, wo sind wir denn? Wir sind in Jugoslawien. Okay. Welche Route nehmen wir denn? Schrottplatz wäre schon cool. Ich würde aber eher die bevorzugen. Weil erstens ist da keine kaputte Straße. Zweitens ist da eine Tankstelle. Und wegen ein bisschen Regen. Nehmen wir Route 3. Okay. Auf geht's. Zu der Reise nach Jugoslawien. Du kannst vielleicht besser sehen, wenn du die Scheibenwischer einschaltest. Nein. Brauchen wir nicht. Superbewertet, da geht's lang. Die Sonne geht auf. Der Tank ist voll. Aber ich würde gerne nochmal gleich an der Grenze nachgucken, was wir alles im Kofferraum haben. Weil ehrlich gesagt bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Weil es schon eine Weile her ist, seitdem die letzte Folge Jalopy kam. Gleich links neben dem Lenkrad. Ja, halten wir mal an. Ist irgendwas verboten? Wein. Guck mal lieber nach. Und wir haben da Balkenplatten. Okay. Also haben wir noch, okay. Sieht gut aus. Reifflickzeug. Okay. Farbe grün. Benzinkanister, der voll ist. Brechstange. Da hinten noch eine Zündspule. Ja, okay, sieht gut aus. Nein. Okay, sieht gut aus. Dann fahren wir weiter. Natürlich das Radio an. Das Auto ist so ruhig. Haben wir auf einmal einen E-Motor? Ich will bloß meine Sounds nicht hoch machen. Weil nichts ist dann zu laut ist. Aber komm. Guck ich mal. So sollte es passen. Ja, ich glaube, die Sounds kann man noch ein bisschen höher drehen. Ich wüsste wie. So. Jetzt müsste es, glaube ich, passen, obwohl ich würde es nochmal ein bisschen runterdrehen. So. Okay, müsste passen. Können wir weitermachen. So. Bitte schalte die Scheibenwischer ein. Ja, mache ich ja schon. Eine funktioniert sowieso nicht richtig. Also fahren wir jetzt in den Tunnel.
Und dann sind wir in Bulgarien, Rumänien, irgendwie sowas. Es kommt nach Jugoslawien, ich weiß es gar nicht. Ach ja, das Meer. Schon schick. Schöne Gegend. Dubrovnik. 59. Das war ein Platten. Was jetzt schlecht ist, weil ich. Ja, doch, ich habe zwei Ersatzreifen und einen Reparaturkit zu drehen. So viel Schönheit in diesem Land. Es wäre fast wünschenswert, wenn uns hier der Sprit ausgeht. Oh nein, bitte nicht. Das wäre überhaupt nicht wünschenswert. Also, ich meine. Ja, es ist schöne Gegend hier, aber es wäre trotzdem nicht wünschenswert. Ich meine, wenn du hier liegen bleibst. Ohne Sprit, dann bist du so relativ am. Sag ich mal. So eine Einkerbung. Weil. Ja, du kommst schlecht wieder zurück. Oder du läufst. Aber wir gehen nochmal hier runter. Weil du es ja so schön findest. Platten. Den ignorieren wir mal. Es ist schon eine schöne Gegend. Das muss man mal sagen. Darauf erstmal ein Screenshot. Und. Ah, da liegen so Kisten. Oh. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber das ist gut, wenn hier Kisten liegen. Lohnt es sich wenigstens. Kann man hier auch irgendwie. Keine Ahnung. Ah, doch, kann man. Ah, das ist schon schön. Also, es ist mehr. Ich mag das mehr. Gut. Okay. Was ist das? 34 Mark. Für eine Medizin. Okay, das nehmen wir aber sowas von mit. Okay, das kriegen wir auch nicht rein. Okay, 1, 1 Mark 5. 1 Mark, ja, 1 Mark 50 circa. Kaffee. Also Kaffee. Ja. Bei 1,50 Mark kann man wenigstens gut stapeln. Geht schon, kann man mitnehmen. Gute Kaffee. 1000 Kilometer haben wir schon. Mal ein bisschen dein Fenster auf, genießt die frische Luft des Meeres. Soll gut für die Lunge sein, habe ich gehört. Obwohl, das ist, glaube ich, Mittelmeer. Da weiß ich nicht, wie sich das verläuft. Dubrovnik 280 Kilometer. Ja. Solange wir keine Erhebung haben, geht es eigentlich mit dem. Natürlich, falls uns das Benzin durch einen wirren Mangel an Voraussicht ausgeht, haben wir ein paar Optionen. Ja, hau mal raus. Die offensichtliche Wahl ist es, zur nächsten Tankstelle zu gehen. Nur dauert das eine Weile. Und die zweite Option? Schon die zweite Option. Sagt einfach nicht die zweite Option. Liegen hier noch Kästen? Kästen. Kisten. Ja. Aber hier unten. Ja, bestimmt. Bauen wir jetzt einmal schön ran. Konnte kurz fliegen. Natürlich ist es eigentlich die einzige Wahl, aber Laufen ist anstrengend. Vor allem in dem Spiel. Wenn du nicht schneller laufen kannst und 280 Kilometer laufen musst. Kann man hier irgendwie hochgehen? Ja, so geht's. Aha, ich habe den Treppentrick herausgefunden. Los, gleich. Haben wir es geschafft, so. Ja, ein Platten bei Erhebung ist jetzt nicht so schlimm, aber bei sonstigen, wo ist denn jetzt meine Brechstange? Meine Brechstange.
So. Kann ja auch nicht so große Sachen drin sein. Stoff für 3 Mark, 0,3 Mark. Will ich jetzt ehrlich gesagt doch lieber hier lassen. Die Kiste kann schweben. Okay. 0,3 Mark. Würste, 2,7 Mark. Das. Würste. Das klingt schon besser. Aber für 0, oder ja, für 0,3 Mark will ich jetzt nicht meinen Platz verschwenden. Nehme ich lieber die Würste mit. Sind mehr wert. Vor allem, wie man hier stapeln kann, ne? Also es ist ja schon hier, wenn man hier so überlegt. Man sieht die Sonne durchs Meer. Da ist eine Wurst noch. Jetzt kriegen wir aber die Brechstange nicht mehr rein. Dann nehmen wir die Brechstange so mit. Oder auch nicht. Ich will die Brechstange aber mitnehmen. Brauchen wir solche Kisten. Eine neue zu kaufen, finde ich, ist schwachsinnig. So, und jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt ist schon der Sonnenaufgang. Die Sonne ist irgendwie im Wasser. Keine Ahnung warum. Also. Brechstange, du kommst in meine Hand. Dubrovnik 210. Und es ist Nacht in Jugoslawien. Ich hoffe, der Treibstoff reicht noch aus. Oh, und natürlich, falls du zur Tankstelle gehst, vergiss deine Brieftasche nicht. Du kannst ohne Brieftasche für das Benzin. Achso, nicht bezahlen. Das ist schon logisch. Jetzt geht's bergab. Ist ein kleiner Schub. Weil überall, wo es bergab geht, geht es auch sicherlich wieder bergauf. Hier kann man wenigstens noch auf der Gegenfahrbahn fahren. Ob das nicht in echt? Da fahren Autos, hier nicht. Das schaffst du auch mit Platten. Ja, los, keine Angst, keine Angst. Okay, ich glaube, das schafft er. Kannst du mal sehen, dass. Was war das? Okay. Was der Trabi für eine Power habe. Schafft den Berg. Okay. In echt wäre der wahrscheinlich jetzt hier vielleicht noch hochgekommen, aber bei manchen Bergen. Ist gerade noch ein Platten oder ein Reifen flöten gegangen. Kann durchaus möglich sein. Jetzt sind es 3 Reifen. Bald fahren wir nur noch auf Platten. Auf Platten. Einfach nur auf Felgen. Dass wir überhaupt noch 40 fahren. Dubrovnik 140. So was wie eine Schnellstraße. Noch ein Tipp, den viele nicht kennen. Oder zu faul sind, um es auszuprobieren. Wenn du aus dem Auto aussteigst und das Lenkrad nimmst, löse die Handbremse und du kannst das Auto schieben. Ja, das ist mir klar. Es wird langsam sein, aber zumindest musst du das Auto nicht zurück. Ja, Sprit ist kritisch. Aber da ist eine Tankstelle. Oh, das ist ein gutes Timing. Stimmt, wir hatten ja noch eine Tankstelle. So gut, habe ich komplett vergessen. Aber das ist ein perfektes Timing. War endlich langsamer. Ich. Ja, gut. Einmal. Okay. Alles gut, können wir nochmal danken. Und den Kaffee, wir haben tatsächlich nur noch auf einem also wir fahren nur noch auf einem Reifen. Das ist krass.
passt nur so ein Dings rein. Okay. Passt sehr viel rein. Okay. Genau. So. Dann haben wir sehr viel wieder verdient. Was sehr gut ist, weil, ja, können wir uns mal Upgrade oder so kaufen. Und eventuell könnten wir vielleicht uns einen neuen Reifen drauf machen. Weiß noch nicht, wie lange hält denn der andere noch. Oh, da geht auch fast kaputt. Okay. Wir das erstmal verkaufen. Dann werde ich gucken. Guten Tag. Ja, ihr kauft das nicht, ich weiß. Oh, 76 Mark. Schön gestapelt. Genau, Brieftasche bzw. tanken. Tanken wir mal. So. Tank haben wir. Tatsächlich kein Öl mehr. Aber zum Glück haben wir auch den größeren Benzin-Tank. Tank. Ist zwar teurer, aber passt mir rein. Das ist immer gut. Achso. Achso, okay. Und jetzt nochmal eine Ölmischung. Und dann haben wir immer noch 56 Mark. Gut. Bam. Transaktion abzubrechen. Nein, 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 ja, alles gut. Will ich aber nicht. Und es wäre ja nicht spannend, wenn wir nicht auf dumme Gedanken kämen und irgendwelche dummen Sachen tun. Deswegen wechseln wir keinen Reifen und fahren auf allen drei Platten. Alter. So. Haben wir irgendein Reparaturkit? Nö. Warum auch? Brauchen wir noch nicht. Okay. Jetzt haben wir wieder Platz. Oh, 100. Oh, mit dem Trabi. Ja gut, fahren wir weiter. Kann sein, dass ich hier und da mal die Fahrt ein bisschen schneiden werde, wenn es jetzt nicht so krass spannend ist. Aber ja, das ist die Challenge für den heutigen Tag. Guck mal an, Platten. Wenn alle Hoffnung verloren ist, kannst du das Auto immer von der Karte aus zur Garage zurückbringen. Okay. Es kann sich wie eine Niederlage anfühlen, aber wir können reparieren und auftanken und wieder aufbrechen. Was? Was? Hashtag Ausrufezeichen Hashtag Unterstrich Hugo Unterstrich 03 Unterstrich 05 Unterstrich 03 Hashtag Ausrufezeichen Hashtag. Okay, und blanke. Wow! Alles klar. Ich glaube allerdings, jetzt müssen wir die Reifen wechseln. Leider. Weil wir den Berg sonst nicht hochkommen. Okay.
Was ist jetzt mit dem Wagenheber los? Wir haben einfach unseren Wagenheber zerstört. Okay. Ohne Wagenheber, dann müssen wir uns einen neuen kaufen. Also ich hätte nie geglaubt, dass gerade das sein wird, was wir verlieren werden. Ich habe das Gefühl, wir schaffen den Berg nicht. Weil wir haben einen Sprung verloren. Das ist schlecht. Müssen wir nochmal zurückfahren. Und uns hier ein bisschen Schwung holen. Das ist jetzt natürlich schlecht. Was hat denn der Trabi? Hat der Hinterrad oder? Was? Zur Hölle? Ich habe das Gefühl, das Spiel funktioniert nicht mehr ganz richtig. Ansonsten würde ich sagen, ich hole ein paar Reifen und so. Oder ein Reifen. Beziehungsweise zwei Reifen. Dann fahren wir wieder zurück. Geht ja da nicht anders. Muss ich bloß wissen, wo das Motel ist? Moin und herzlich willkommen. Ja, zu der Fortsetzung der Folge. ja, nicht wundern, wenn vielleicht ein bisschen was ausgetauscht ist, etc. Auf alle Fälle sind wir jetzt an der Grenze von Jugoslawien angekommen. Da ist die Stadt. Ja. Es sieht so aus, als wäre das Dubrovnik vor uns. Genau, da sind wir jetzt angekommen. Ja, ihr habt da vielleicht bloß einen Cut gehabt, aber für mich war das jetzt sehr kritisch, weil, ja, der Wagen ist auf einmal nicht mehr angesprungen, was ihr ja in der letzten Folge ebenfalls gesehen habt. Also der kam den Berg nicht hoch und da habe ich das Alte, oder dann habe ich, ich sag mal, gespeichert und verlassen. So, und dann bin ich, bewusst wieder auf, oder in Ungarn, Ungarn? Keine Ahnung. Jedenfalls beim letzten Stop gewesen. Bewusst, geht ja nicht anders. Ja, und dann sprang das Auto gar nicht mehr an. Ich habe geguckt, was es sein könnte. Ich habe alles umgebaut, alles eingestellt. Ich habe Öl fünfmal gewechselt. Ich habe Motor gefühlt fünfmal gewechselt. Okay, das ist das vielleicht nicht. Aber ich habe also ziemlich vieles oder alles probiert. Und ich konnte mir jetzt einfach nicht erklären. Irgendwann bin ich dann einfach wieder zum Startpunkt gekommen. Also habe mich zurücksetzen lassen zum Startpunkt. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Und es funktionierte immer noch nicht. Dann habe ich mal die ganzen Motorteile umgebaut. Ja. Und komischerweise funktioniert das dann. Also, ich habe sogar den Kofferraum entleert. Also alles aus dem Auto geräumt, wegen Gewicht und so. Aber ich habe nichts hat funktioniert und ich habe auch nicht verstanden, warum. Am Ende ist mir klar geworden, dass die Batterie tatsächlich im Spiel einen Ladezustand hat. Und da dachte ich mir, Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich wieder zurückfahren und so. Die hat jetzt 30%. Also. Okay. Ist anscheinend nichts runter oder vielleicht plus 1% runtergegangen, weil wo ich an der ungarischen Grenze war, waren es noch über 30. Waren es auch 30? Keine Ahnung. Ja, und da dachte ich mir jetzt, ja, was machst du jetzt? Ja, und als Tipp, das Spiel macht immer beim Speichern Backup, was man in den Files vom Spiel, wenn man in App Data geht, Localo, den Minsk Work, also von dem Ersteller. Und dann steht dort Backups, also Saves und Backup. Also sucht ihr das Backup raus, was dann so da war, also ne, was ihr haben wollt. Kopiert das einfach und geht dann einfach zurück in den
Haupt-Safe-Ordner, sage ich mal. Ja, und dort ersetzt ihr das einfach, also nennt ihr das Safe und ersetzt es einfach mit dem jetzigen Safe. Und ja, das habe ich gemacht, dreimal oder so. Das hat zuerst nicht funktioniert, aber dann doch. Ja, jetzt habe ich bewusst den kürzesten Weg genommen und so. In der Hoffnung, dass die Batterie das noch aushält. Aber anscheinend. Das war mir gar nicht bewusst, dass das hier geht, aber es erhöht den Schwierigkeitsgrad, ja. Und dann gab es noch ein paar Bugs. Also für euch war das ein kurzer Cut, für mich waren das Tage. Gut, zwischendurch habe ich ja nicht gespielt, aber es waren Stunden, wo ich hier dran gesessen habe und geguckt habe, was das Problem jetzt sein könnte. Aber wir haben es geschafft und das freut mich. Und ja, also nicht wunder, wenn jetzt ich auch viel weniger Geld habe. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich das mache, wie ich das kaufe. Ich weiß bloß nicht. Ach, stimmt. Gut, dass mir das einfällt. Ich habe mich jetzt gerade auch gefragt, wo kriegt man eine neue Batterie her? Aber wo ich den Leica-Händler sehe, der bietet doch alles an. Bietet doch auch Dinger, hier Dings, Batterien an und so. Da kann man die kaufen. Okay. Sonst hätte ich jetzt gesagt, Schrotthändler, aber die haben ja, glaube ich. Also Schrottplatz haben wir, glaube ich, auch nicht immer. Hä, 10 Euro. Oh, 10 Mark. Es geht. Kaufe ich mir gleich mal eine. Damit wir auf der sicheren Seite sind. Aber ich wusste halt nicht, dass hier runter. Ich war am Verzweifeln. Wirklich, no joke. Ich war am Verzweifeln. Aber jetzt wisst ihr, die Batterie kann runtergehen, wenn das Auto nicht startet. Alles, alle Teile, ganzen. Ich habe tatsächlich auch alle Teile repariert. Immer noch nicht start, guckt einfach mal auf die Batterie. Ey, ich war so am Verzweifeln, weil ich nicht wusste, dass sie das in das Spiel reingepatcht haben. Aber anscheinend tatsächlich doch. Deswegen, ja, deswegen musstet ihr auch jetzt ein bisschen lange auf die Folge warten. Ja. Aber jetzt funktioniert es ja wieder zum Glück. Nachdem ich das rausgefunden habe. Sehr froh bin, dass ich das rausgefunden habe. Und ja. Ja, so können wir also die Reise fortsetzen. Und ich dachte mir, ich hatte Angst, dass ich wirklich den langen Weg nochmal fahren muss. Aber alle Wege führen nach Rom. Oder in die Türkei. Ja. Und so gibt es immer einen Weg. Wollen wir das weitermachen? Die Folge ist jetzt vielleicht ein bisschen länger. Ich tue das ein bisschen zurechtschneiden. Ja. Lesen uns den Brief. Leica-Händler und so. Ja, wir wissen. Wir wissen. Also es gibt, das finde ich auch gut, dass das Spiel das auch so gemacht oder dass der Hersteller das auch so gemacht hat, weil es gibt in dem Spiel, das ist ja jetzt auch nicht so das bekannteste Spiel und so, und da gibt es auch nicht die größten Möglichkeiten für irgendwas. Deswegen finde ich das gut, dass das Spiel immer ein Backup macht. Und tatsächlich habe ich, also die Backups, die löschen sich auch nicht von selber anscheinend. Ich habe tatsächlich noch das Backup von dem Spiel, wo ich es gekauft habe und das erste Mal gespielt habe. Deswegen finde ich gut. Also, ihr wisst Bescheid, wenn ihr wollt, kann ich dazu nochmal ein Tutorial machen. Aber damit ihr grob Bescheid wisst, ich denke, ja, es reicht einfach, wenn ihr auf die Batterie guckt, wenn mal was nicht klappt. Ja, lesen wir nochmal den Brief und dann, das ist auch für diese lange Folge gewesen. Sergej Lütfi. Lütfi, du kannst dir diese einzigartige Freude nicht vorstellen, als wir deinen Brief bekommen haben. Nach all den Jahren ohne ein Sehens was ach, Sterbenswörtchen über dein Verblieb hatten wir schon fast alle Hoffnung aufgegeben, jemals wieder von dir und unserem kleinen Engel zu hören. Es treibt Hassan und mir Tränen in die Augen zu hören, dass unser Kind bei dir sicher und wohlauf ist. Ich werde keine Zeit verschwenden. Ja, verschwenden. Wir kennen jemanden, der euch in den Westen zurückholen kann. Jeden Donnerstag
kurz vor Mitternacht wird ein zensiert. Außer das G, E und N. Oder was das sein soll. Mit dem zensiert UKP in der Friedrichstraße auftauchen. Zensiert Lametta. Und die erledigen den Rest. Achso. Merke dir die zensiert. Zerstör den Brief. Achso, zerstör. So. Zerstör den Brief und komm mit unserem Baby unversehrt zurück. Es tut mir im Herzen weh, wenn ich an mein Kind denke und an dich, Lütfi. Grüßen. Grüßen. Okay. Eine Familie getrennt durch die Mauer. Ist sad. Außerdem wollen wir mal darüber reden, warum er so weit am Rand liegt. Okay. Ja. Ich würde sagen, das war es auch für die Folge gewesen. Gut, für mich waren das jetzt bloß 2 Minuten oder so, die ich jetzt aufgenommen habe. Tag 4, Dubrovnik. Die ich aufgenommen habe, weil das ist ja, also heute ist, wo ich die Aufnahme gemacht habe, das war vielleicht vor einer Woche. Hast du gut geschlafen? Kannst du auch brechen? Ja. Ich klopfe nochmal. Hier gehen wir mal anders auf die Nerven. Naja. Ah, komm nicht ran. Shit. Oh, 30 Mark. Ja. 5 Mark plus. So geht's einzuschlafen. Verschwindet. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's für die Folge gewesen. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Keine Ahnung. Alter, ist ganz schön Nebel. Oh, da sitzt schon im Auto. Wenn es wieder heißt Jalopy. One-Armed Overcook. Oder endlich mal Minecraft Space. Wir sind fast dran. Also, Minecraft Space ist fast fertig. Ja. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, oder? Und ciao.